auf geht's ins Halbfinale. Nochmal für alle, die vielleicht kurz draußen waren, die frohe Mitteilung, dass beide deutsche Paare es geschafft haben, sich für dieses Halbfinale zu qualifizieren. Und speziell in Bezug auf diese zwei da hinten, die in weiß gekleideten, das Ehepaar Tatarenko, ist das wirklich eine sehr, sehr erfreuliche Überraschung. Zum ersten Mal dabei als Nachrücker, den meisten Wertungsrichtern noch gänzlich unbekannt. Das ist auch immer ein Kriterium. Man muss sich halt seine Sporen auf internationalem Parkett eigentlich erstmal verdienen durch die Jahre. Aber das zeigt eben auch, welche Klasse und welches Talent die zwei hier haben. Die Dänen sind noch dabei. Freut natürlich ihre Fans, die sie mitgebracht haben. Und das deutsche Meisterpaar. Bei denen ist es keine große Überraschung, dass sie dieses Semifinale erreicht haben. War ihr erklärtes Ziel. Tänzerisch sind sie dazu allemal in der Lage. Ihr Trainer, der ist etwas unbescheidener. Der hat sogar als Ziel Finalteilnahme ausgegeben. Auch die Österreicher in diesem Halbfinale. Wir wissen, dass wir auch dort viele, viele Zuschauer haben. Herzliche Grüße in die Alpenrepublik. Ist doch schön, wenn die Lieblinge noch möglichst lange dabei bleiben. Ihre Samba, Samba Second Team. Hinein in die zweite Achtergruppe bei der Samba. Und hier sehen wir wieder das absolut Beste, was die Welt derzeit zu bieten hat in diesem Bereich. Weltmeister und Vize-Weltmeister gemeinsam auf der Fläche. Kleiner Ausrutscher, haben Sie vielleicht gesehen, bei Alexei Sede. Das ist kein Kriterium, was seine Darbietung hier in irgendeiner Weise schlechter macht. Es darf nur das gewertet werden, was gezeigt wird und eben nicht das, was nicht gezeigt wird. Und das italienische Weltmeisterpaar, das seit heute einen neuen Fan hat, namens Roberto Albanese. Mal sehen, ob er es am Ende des Turniers immer noch ist. Aus der Slowakei Marek Dedik und Kristina Horvatová, slowakischen Meister. Im Vordergrund die Hand des Wertungsrichters. Ganz schwierig für die Kollegen da unten, wenn man bedenkt, dass so ein Tanz ja höchstens 2 Minuten lang ist. 8 Paare sind auf der Fläche, dann hat man nur wenige Sekunden, um sich über jedes Paar sein Bild zu machen und eben auch diese Wertung dann weiterzuleiten. Das erfordert höchste Konzentration und natürlich auch jahrelange Erfahrung. All die Wertungsrichter da unten haben selbst auf höchstem Niveau getanzt. Und das Gute ist, dass wir beide unser Paar jetzt im Cha-Cha-Cha. So, mit dem Flirt-Tanz Cha-Cha-Cha geht es weiter. Ist ja so der Allrounder unter den Lateinamerikanern, einfach aufgrund der Rhythmik und der Schrittfolgen zu beinahe jeder Art moderner Musik tanzbar. Analog zum Foxtrot bei den Standardtänzen.
Ja, wenn das kein Flirt ist. Soran Plochel sehen wir mit seiner Partnerin Tatjana Lavinic. Die beiden Kroaten stammen eigentlich aus Slowenien, fühlten sich in ihrem Landesverband irgendwann nicht mehr wohl, nicht mehr genügend unterstützt und gewürdigt, haben den Verband dann gewechselt, starten also nun für Kroatien. Das hatte zur Folge, dass sie eine Zeit lang gesperrt waren und deshalb an der letzten Europameisterschaft nicht teilnehmen konnten, obwohl sie eindeutig zum Besten zählt, was Europa zu bieten hat. Auf jeden Fall Kandidaten für den Kampf um Platz 2. Schön zu sehen, die Charakteristik der Lateintänze. Alles passiert auf dem Ballen. Deshalb auch die Schuhe der Herren mit entsprechend hohen Absätzen. Waren im letzten Jahr noch Dritte der Europameisterschaften, diese zwei hier aus Russland. Alexei Silde, Anna Firstova. Bei der WM dann in Melbourne, aber schon Zweite. Tanzen schon seit ihrer Jugend zusammen. Das ist in diesem Bereich schon sehr ungewöhnlich. Über 10 Jahre. Das ist erlaubt, was wir eben gesehen haben, wenn sich die Paare mal sehr nahe kommen, das sind die gewohnt, können auch auf wesentlich engeren Flächen als dieser hier tanzen, 300, 400 Quadratmeter sogar groß, diese hier. Vergleichsweise groß. Aber das muss auch so sein, wenn bis zu 8 Paare gleichzeitig auf dem Parkett sind. Aber es ist eine schweißtreibende Angelegenheit. Wenn diese Musik auch sichtbar gemacht wird. Und die Paare, die werden die Noten in der Rumba diese Musik. Hinein in die Rumba. Somos novio, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Können diesen Tanz ja mal nutzen, um zu überprüfen, was uns unser Experte Roberto Albanese vorhin gesagt hat. Die Langsamkeit beim Tanzen ist ein bisschen abhanden gekommen. Und wenn man die zwei hier sieht, kann man das gar nicht glauben, aber an anderen Beispielen wird das schon sehr, sehr deutlich. Kaum zu glauben, dass bei dieser Paarharmonie, die die beiden hier an den Tag legen, man bedenken muss, dass sie erst seit 2006 zusammen tanzen.
schon so viele Titel eingeheimst haben, so perfekt lateinamerikanisch tanzen können und trotzdem, im Tanzen wird viel gesprochen, brodelt die Gerüchteküche hinter den Kulissen, munkeln Menschen, dass eine Trennung dieses Paares bevorstehen könnte. Alles unter Vorbehalt, alles im Bereich der Spekulation. Es wäre mega schade. Wechsel der Paare zur zweiten Gruppe. Toll. Zweite Gruppe. Wieder mit unseren beiden deutschen Paaren. Das Ehepaar Tatarenko. Tanzen hier ganz befreit auf mittlerweile, klar, Halbfinale, das hatten sie gar nicht unbedingt erwartet. Da sind ihnen Steine vom Herzen gefallen, die gehen nicht mal auf 7 Tieflader. Sie aus Dniepropetrovsk, das habe ich jetzt auch rausgebracht. Er aus St. Petersburg gebürtig, schon lange in Deutschland. Starten momentan für den Ahorn Club aus Berlin. Yeah, that is. Thank you for...